Ja, heute ist der Waldtag, der Waldlauftag bei den Videos. Und das Thema, das dritte Thema heute ist, gibt es so etwas wie Modetrends in der Therapie? Und zwar generell bezogen auf Therapien. Das betrifft sowohl medizinische Therapien als auch Psychotherapien. Und tatsächlich lautet zunächst mal die Antwort, diese Modetrends gibt es ganz klar, wenn wir das recherchieren, wenn wir es also historisch betrachten. Was hat wo irgendwo einen wichtigen Anlass gehabt in der Therapie? Es gab beispielsweise in der Medizingeschichte den berühmten Aderlass. Es gab aber auch Medikationen, die angewandt wurden eine Zeit lang. Und dann hat man sie wieder außer Acht gelassen, weil anderes Wissen da war, weil sich vielleicht auch herausgestellt hat, dass diese Medikation schädlich ist oder doch viel mehr Nebenwirkungen hat und Langzeitwirkungen hatte, als man bis dahin wusste. Also wir können ganz klar sagen, und das Gleiche trifft meinetwegen jetzt auch im Bereich für Operationen zu. Also es wird beispielsweise Deutschland immer wieder vorgeworfen, auch von WHO-Seite, dass zu viel einseitig operiert wird. Also die berühmten Knieoperationen, die es gibt, oder auch vielleicht Hüftgelenksoperationen oder sonstige OPs, die vorgenommen werden, die man ganz klar als Modetrend oder als Trend bezeichnen kann und in ihrer Trendhaftigkeit etwas Vorübergehendes darstellen. Das heißt, man sollte sich, das ist so die Essenz, man sollte sich immer wieder darüber im Klaren sein und darüber werden, dass vieles auch tatsächlich ein Gegenwartstrend ist, der eine gewisse Zeit andauert und der dann doch relativ schnell wieder überholt ist im Sinne des Obsoleten, also nicht mehr nötig, vielleicht auch im Sinne des Schädlichen oder im Sinne eines Trends, der einfach da war. Und das beweist eigentlich, dass sich die Zeiten immer wieder ändern und dass wir natürlich auch in der Psychotherapie oder vielleicht auch in der Beratungsarbeit Trends haben, wo man sagt, das ist total ähnlich. Denk mal zum Beispiel an die Aufstellungsarbeiten, die eine ganze Zeit lang geradezu im Übermaß zugenommen haben. Egal ob bei Therapeutins oder eben bei Menschen, die sich dazu berufen fühlten und so ein Trend dann stärker ausgeprägt war oder dass vielleicht auch mal humanistische Therapien, wie körperorientierte Therapien sehr in waren und als sogenannte Außenseitermethoden gelaufen sind. Aber letztendlich ist es interessant, sich darüber im Klaren zu werden, warum ist es so? Und die Frage, die Antwort darauf ist einfach, dass es deswegen so ist, weil immer die Aufmerksamkeit, die öffentliche Aufmerksamkeit, die fachliche Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit einer Klientel auf etwas Bestimmtes gerichtet ist. Das heißt, Modetrends zeichnen sich ja dadurch aus, dass es einfach Mode ist. Dass es in ist, lange Haare zu haben, meinetwegen, wenn wir jetzt in andere Bereiche reingucken, also in Outfit-Bereiche reingucken. Dass es in ist, durchaus eine gewisse Hysterie zu haben. Dass es durchaus in ist, auch, dass bestimmte Störungen gehäuft auftreten und solche Dinge. Und insofern man sich immer wieder im Klaren sein sollte, darum geht es ja hier in diesen darüber reflektierenden Aspekten, also in der Art von Philosophie, dass etwas kommt und etwas geht und eigentlich Dinge niemals einen Bestand haben oder eben doch sehr begrenzten Bestand haben. Und das ist etwas, wo man vielleicht auch erleichtert ist einerseits und andererseits denken kann, ja, mein Gott, was ist dann überhaupt noch haltbar oder was ist eben drin? Und muss ich mich auch als Mensch immer wieder diesen Modetrends stellen und da vielleicht mitlaufen und mitmachen? Muss ich das auch mitgemacht haben? Muss ich mich dem auch unterziehen oder eben nicht? Also das ist interessant. Wie gehen wir als Menschen damit um, mit diesen Modetrends, mit dieser auch gerade in der heutigen Zeit starken, auch globalen Durchschlagskraft, wenn ich das mal so bezeichne, an Dingen, die ja einfach im Laufen sind und nach einiger Zeit sind sie dann wieder vergessen. Das ist sehr interessant.